Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Landhaus Werwölfe. Und wir sind hier in Hanford-on-Bagley, also auf dem Finchwick-Markt. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach goldener Wolle oder zumindest mal diese Leckerchen, die dafür sorgen, dass wir goldene Wolle kriegen. Aber bis jetzt hatten wir ja, was das betrifft, eigentlich nicht so viel Glück, weil Gründe, ja, ich finde das toll. Rote Lama-Wolle, ist das ja süß. Aber was macht's denn, ja, guck mal, wir können uns das Veggie-Gedöns, dann hätten wir vielleicht schon mal das nächste Mal ein grünes Ei. Wir könnten eigentlich auch noch diese rätselhaften Kisten hier kaufen. Sie hat natürlich nichts. Sie hat wahrscheinlich auch nichts. Ach, guck mal, ein blaues Ei. Ein Ei. Hast du auch ein orangenes Ei? Nö, ne? Aubergine und kleiner Kopfsalat. Nehmen wir einfach mal mit. Und Zucker. Nee, Zucker brauchen wir nicht. Aber die Aubergine ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Dann können wir nämlich das eine Leckerchen schon mal machen. Ey, das ist ja schon wieder jemand anderes. Der Michael Winter. Was ist denn mit deinem Vorgänger passiert? Weißt du, da ist man einmal oder mehrmals schon nicht da. Und dann werden da einfach Personal, wird da Personal einfach ausgetauscht. Gut, dann fahren wir jetzt wieder nach Hause. Wir müssen sowieso in einer Stunde auf der Arbeit sein. Was ich mir dann überlegen könnte, wäre: Wo bist du denn? Warum kann ich sie denn nicht mitnehmen? Wir haben uns lange auch nicht mehr mit Lea irgendwie mal getroffen. Warte mal, das müssen wir hier mal ändern. Während deiner Abwesenheit hat sich ein Gärtner um deine Pflanzen gekümmert. Hier, das werden wir direkt mal abbestellen. Ich kann im Zweifelsfall selber mich um meine Pflanzen kümmern. Von daher brauchen die sich jetzt hier gar nicht erst dingsen. So, jetzt bräuchte eine Henne, die noch jung genug ist. Guck mal, ausgewachsen. Leckerchen geben, und zwar Kürbisleckerchen, weil ich brauche ein orangenes Ei. Tut aber so, als ob sie schon Senior wäre, ne? So, ich hoffe, haben die überhaupt Eier gelegt? Salatina steht nun unter der Wirkung eines Freundschaftsleckerchen. Ich hab dir doch aber... Willst du mich eigentlich verkackeiern? Ich hab dir kein Freundschaftsleckerchen gegeben. Da, ich will ein orangenes Ei haben. Jetzt friss das. Sonst hole ich mir neue Hühner. Was ist jetzt? Was ist? Was ist passiert? Wildfangbenachrichtigung. Trotz seiner Position hat Andy den Wert erweitern und der Kunden nicht ausreichend erfüllt. Ah, Leute. Interessiert mich das noch? Ich bin Alpha. Ich habe meine Bestreben abgeschlossen. Ich brauche nur noch Crack. Also ich meine,
Den Fuzzi, den ich vermöbeln soll. Der Crack. So, irgendjemand gibt doch jetzt ein orangenes Ei, oder? Wo ist denn die? Wo ist die Henne jetzt hin? Oder ist sie jetzt abgekackt? Das wär's, ne? Lotte? Malise? Federle? Luigi? Ja, und wo ist Salatina? Dem Stall. Hä? Die ist weg. Wollt ihr mich eigentlich verkackeiern? Ich will nur zuweisen. Da ist Salatina. Orangenes Ei. Na, da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich guckt die sich hier hinten irgendwo um. Die laufen ja weiß Gott wohin. Sogar in die eigene Wohnung kommen die. Dieser Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen der Folgen. Grüne Gärtner? Was willst du? Bist du nicht mehr ganz dicht in der Birne? Wo sind hier keine grünen Gärten? Bist du blöd? Also ich glaube, es geht los. 7000, ich glaube, es geht los. Oh, wo bist du, du Blöde? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Du hattest schon immer den Wunsch, dich im Garten zu betätigen, konntest aber den inneren Schweinehund nie überwinden. Mit diesem brandneuen Aktionsplan schaffst du es vielleicht wirklich, das Sofa zu verlassen. Schnapp dir deine Gartenschere, gib deine Stimme ab und erhalte Einfluss, wenn du deinen grünen Daumen spielen lässt. Hallo? Wenn die keine Pflege brauchen, du kleines Stück. Du Stück. Ne? Jeder kann sich diesen Satz gerne selber beenden. Aber ganz ehrlich, ich habe hier einen Garten. Ich habe... Also... Und ich muss noch bis Freitag warten, dass ich die... Also nö, Leute. Abstimmung derzeit geschlossen, ja. Toll. Alter, ich hasse das. Der Haushalt Delgato hat kürzlich einen Hund adoptiert, ja. Schön. Schön für die Delgatos. Alter, das darf nicht wahr sein. Da werde ich einfach... Also... Das kann nicht wahr sein, ne? Und jetzt stellst du mir die Scheiße da wieder hin. Du bist einfach zu blöd für alles. Weißt du, also ganz ehrlich, das ist so ein Scheiß mit diesen Aktionsplänen. Weißt du, hast du schon einen Garten? Ich meine, was soll ich denn machen? Soll ich... Ich kapier's nicht. Hier wächst jetzt Paprika und Tomate. Und was ist hier? Hier ist eine Weinrebe. Kann ich da nicht? Habe ich keinen Ableger von der Weinrebe genommen? Hier wächst Himbeer und Schokobeere. Und hier wächst gerade gar nichts, weil Gründe. Ich sag euch, Hühner, wenn ihr damit zu tun habt, dass meine Pflanzen hier nicht pflanzen, dann ist was los. Und guck mal, die Olive besucht uns sogar. Neun Eier. Spezialeier und... Ja. Was hast du für Spezialeier gesammelt? Goldene La...
Goldene Lama-Wolle. Wir haben goldene Lama-Wolle gekriegt. Und wer wollte goldene Walla haben? Ja, Lebensmittelhändlerin. Ja, aber. Warte mal. Wer war anders? Das ist nicht die Lebensmittelhändlerin gewesen. Sie hier. Komm, ich habe goldene Lama-Wolle. Kommen Sie bitte sofort hier hin. Ja, ich weiß, du bist wütend, aber wenn du die Lama-Wolle siehst, dann bist du bestimmt wieder glücklich, oder? Ich meine, selber kann ich damit ja nichts anfangen. Ich kann ja nicht. Aber dann hätten wir die Aufgabe endlich gelöst. Da, guck mal, es hat zwar Monate gedauert, zigtausend Jahre, aber guck mal, goldene Lama-Wolle, die ist auch ganz selten. Was hast du denn mir dafür gegeben? Willst du mich verarschen? Kürbissamen? Oh, ein schwarzer Zylinder. Für wen denn? Oh, für einen Huhn. Alles klar. Okay, dann muss ich aber noch warten, bis meine Hühner hier wach sind. Dann kann ich denen das auch gerne vorbei. Aber das mit dem grünen Gärten. Das muss ich doch unternehmen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Außerdem wollte ich eigentlich mal die andere Tante hier mal einladen. Das werden wir jetzt doch mal in Angriff nehmen. Freundlich. Bitten, sich dem Haushalt anzuschließen. Ich bräuchte noch jemanden, der mit mir Geld verdient. Der sich vielleicht auch zwischendurch mal um meine. Was ist denn los, Andy? Hm? Wo klemmt's? Findest du den Weg nach draußen nicht? Ach du Scheiße, was machst du denn? Er ist so geil, also, ich weiß nicht. Ich meine, das Fahrrad hat er schon seit nachhaltig, ne? Das hat er damals aus der Mülltonne gezogen. Das ist einfach so grandios. Oh Mann. Ich fahre auf meinem kleinen Fahrrad. Ich bin mal gespannt, ob sie einzieht. Dann machen wir sofort Babys. Und dann werde ich hier mein Revier markieren. Weil ich weiß nicht, für drei Leute ist ein bisschen eng. Seid ihr verwandt? Ihr wohnt auch bestimmt zusammen, oder? Ah nee, sie wohnt nicht zusammen. Aber die ist derzeit auch nicht in der Welt. Und sie gibt mir noch 20.000 dazu. Also von daher. So, mein Spätzelein, was ist denn bei dir? Kluge Schülerin. Ja, sollen wir dich vielleicht mal anderweitig beschäftigen? Wunderbar schmutzig, muss jetzt nicht sein. Die Natur vielleicht. Ein Gartenbeet für dein Heimatgrundstück, Gedingsbums. Besuche die Nachbarschaft Finchwick. Können wir eigentlich auch mal im Prinzip machen.
weiß nicht, was man mit ihr. Wir können auch sowas hier, damit sie da auch mal Dinge erledigt. Was? Ihr hasst euch? Warum hasst ihr euch denn? Nee, das geht gar nicht. Also wenn, dann muss ihr das mal aus der Welt geschafft werden. Kann ja nicht sein, dass ihr euch hasst. Und wer ist das überhaupt? Nicht gemocht. Also er gehört auch irgendwie nicht zur Familie? Hast du überhaupt Familie? Quimph, Sequinario. Or is that Piazza? Haha, crazy. Pisana Diola, yips. Oh, shoe be rau. Ja, wir müssen unbedingt mal deine Beziehungen ändern. Mopsy. Vielleicht nochmal entschuldigen. Aber sowas geht hier gar nicht. Also, wenn du bei uns wohnen willst, dann musst du dich auch hier mit dem Lu oder mit der Lu. Weiß nicht, was ist denn das? Ist das ein Erwachsener? Also, ist ein Kerl. Und du? Okay, du bist weiblich. Hips. Obu Torfu, but no. Ja, ich weiß. Dann könnt ihr noch über Crack reden. Nee, kein Anmachspruch. Also ich möchte, dass ihr schon wieder irgendwie ein anderes Verhältnis zueinander habt. Und du musst jetzt hier... Weißt du was, wir geben einfach dann Lu das auf Anklang gestoßen. Handy ist zum Zupfen geboren. Ja, wenn du das magst, dann kannst du das ja gerne machen. Rudel. Ja, brauchen wir nicht. Nee, Mitbewohner muss das jetzt auch nicht sein. Hast du denn irgendwie... Ja, Simoleons. Warte doch mal. Ich möchte mich mit dir anfreunden. Wir sind noch nicht fertig, Madame. Ich meine, der Herr. So, was hast du eigentlich? Hast du irgendwelche Punkte? Nö, du hast nur einen Punkt. Ist ja dolle. Ach, Wühlerin. Ah, okay. Ist das schon alles? Das hat die schon alles. Ja, muss sie ja wohl, ne? Was könnten wir denn noch machen? Körperpflege? Was hast denn du für... Oh, sie hat auch. Was hast du denn hier? Ruheloses Tier. Großer, böser Wolf. Der innere Dämon wird entfesselt. Was auch immer. Hast es nass zu sein? Er hat mehr ein Dings gemeinsam. Ist ja mal voll krass. Und jetzt musst du häkeln. Ratschen. Kompliment über. Jetzt guckt doch, dass ihr euch mal hier ein bisschen mehr in den Griff kriegt, Leute. Vielleicht ein bisschen was Lustiges. Willst du über Vampire machen? Bla bla bla, genau. Open. Vapin. Lopi. So, dann... ja, lustiges Geschenk. Haben wir das überhaupt? Tag verschönern. Dann können wir ja noch ein paar Fotos teilen.
tiefgründige Unterhaltungen führen. Und guck mal, wie schnell der Balken auch wieder auf einem ganz normalen Level ist. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr so verhasst seid. Ich meine, von außen sieht man das ja nicht wirklich. Ich meine, die haben sich geprügelt, aber das, was wir schon mit den Werwölfen gemacht haben, ist das ja eigentlich das Normalste gewesen, dass die sich zwischendurch halt geprügelt haben. So, aber ich denke mal, wir fahren jetzt oder gehen jetzt mal wieder heim. Wo ist denn unsere Bude? Also unsere alte Bude? Ah, hier drüben. Hier hinradeln und du kannst hier hin joggen. Dann fühlt die sich aber hier drin unter Umständen ein bisschen eingeengt, aber das ist mir dann auch wurscht. Dafür kann die Sachen verschlingen und essen. Ist das nicht schön? Muss ich auch noch aufpassen, dass die mir nicht die Sachen hier wegfrisst. Ja, und dann gucken wir, dass wir, wenn halt wieder Zeit ist für die Abstimmungen, muss ich wirklich mal gucken, dass die grünen Gärtner rausfliegen und irgendwas anderes immer drin ist. Also es kann nicht sein, dass ich jetzt schon wieder hier eins irgendwie aufgebrummt kriege, weil ja, du machst nicht genug in deinem Garten. Ich meine, die sagen selber, die brauchen keine Pflege. Was soll ich denn an deinen Gärtnern? Oder ich kann auch woanders gärtnern, aber ich fahre doch nicht durch die Weltgeschichte und Gärtner bei anderen im Garten rum. Also, so mache ich das hier nicht. So läuft das nicht. Aber okay. Beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir da noch so treiben können. Wir haben ja jetzt jemanden, der uns bei uns mithelfen kann, Geld zu verdienen. Ich meine, dadurch, dass sie eingezogen ist, hat sie ja sowieso schon viel getan. Die Rory. Vielleicht können wir der... Nö, ich meine, Aussehen verändern brauchen wir bei ihr nicht. Sie sieht schon so knuffig aus. Aber ein Job wäre, glaube ich, ganz nett. Und ja, darum kümmern wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss!